Guten Abend. Für euch alle heute am Kindertag, am 1. Juni 2022. Und ich erinnere mich, dass es am Kindertag für uns beide, also für meinen Bruder und für mich, gab es immer so was Kleines, Süßes, also so ein Marienkäfer oder ein Maikäfer, so in Schokoladenform manchmal, aber manchmal auch so Marzipanfrüchte, so Bananen oder Apfel oder sowas. Das fand ich immer sehr, sehr lecker. Gab es im Süßigkeitenladen in der Saalstraße in Jena. Und heute zum Kindertag gibt es aber kein Kindergedicht oder ein Gedicht über Kinder oder ein Gedicht über den Kindertag. Nein, es gibt ein Gedicht über unser Land, in dem wir leben, über Deutschland. Und zwar von Peter Hertling, von dem gestern auch schon die Rede war. Und der hat gute Gründe, über dieses Land zu schreiben. Dieses Gedicht stammt aus den Jahren 91, 92, 93, also Anfang der 90er, aus einem Gedichtband. Peter Hertling, Deutschland. Kein Standort. Fremd bin ich. Will ich bleiben. Zweimal hinausgeworfen aus meiner, deiner, unserer Geschichte. Aber die Sprache gelernt. Die Muttersprache. Und eine Weile das Vaterwort. Das Haus verbrannt, ausgetrieben, Vater und Mutter aus dem Leben und nichts blieb als Gegenden, umschlossen von Namensschalen. Chemnitz, Hartmannsdorf, Dresden, Brünn, Ölmütz, Zwettl, Nürtingen. Später die auf Bläue treibenden Hügel, meine Alp. Und die Geschichte? Meine, deine, unsere? Groß will sie geschrieben werden, will einig sein. Aber in der Fremde weiß ich es besser. In meinem Land, in dem einst der schöne Tod befohlen wurde und nun die Habe gilt, weil Verluste schwer wogen. Ich weiß es besser. Fremd will ich bleiben in meiner Geschichte, deiner, unserer Geschichte, die aufblüht. Ein paar Lieder, Gedichte, Zeilen und Bilder, doch kein Standort. Hier will ich bleiben. Fremd. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Und denke ich an Deutschland. In der Nacht bin ich um den Schlaf gebracht. Bis morgen, wenn ihr wollt. Ja? Ciao.